Heyo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief, The Dark Project Gold. Beim letzten Mal habe ich da unten so ein paar Wachen ausgeschaltet, soweit ich weiß. Bin dann jetzt hier runter, um mich ein bisschen umzuschauen und habe dann hier diese Türen gefunden. Ich muss zugeben, ich bin ja sehr neugierig, aber ich gehe jetzt erstmal hier längs. Zumal, dass ich ja wie gesagt die Wachen ausgeschaltet habe, wird es hier ja wahrscheinlich keinen mehr geben, der mir groß in die Quere kommen kann. Moment, da ist noch was. Was haben wir denn hier? Captain Colliard and the Man of the Opera Guard. Two guards will... Ah, das ist genau das, was ich meinte, nämlich. Two guards will at all times, day and night, be posted outside my office suite. In case of trouble or commotion of any kind in the Opera House, then send two more to stand guard directly inside the suite. Suit, keine Ahnung. The artifact must be protected. I will tolerate no lapses in security, Lady Valerius. Genau das ist nämlich, was ich meinte. Sie will permanent zwei Wachen in ihrer Office da oben haben. Und falls es irgendwelche Probleme geben sollte, falls es irgendwelchen Aufruhr hier gibt, will sie sofort zwei weitere Wachen da stehen haben. Und genau das ist unser Problem. Wenn da noch mehr Wachen stehen sollten irgendwann, dann, ja, wird es für uns dezent schwierig, da noch irgendwie. Not the ticket office. Cause if I were a thief, that's where I'd go. But seeing as you're a guard and not a thief, you're clear on where to go if there's trouble? If there's trouble, someone needs to guard the cloak check girl. She's all alone with no one to talk to. When you're a captain, you can choose to guard whatever you like. Until then, let's hear it. Where do you go if there's trouble? Yeah, to guard that watery stone nobody cares about, except Lady Valerius. Good. When you're done moping, I suggest you get on with your patrol. Da haben wir es gerade gehört, die haben sich gerade mehr oder weniger abgesprochen. Bezüglich, wenn es irgendwelche Probleme geben sollte oder irgendwelchen Trouble. Der eine sieht nämlich nicht ein, dass er jetzt die ganze Zeit dann da bei Lady Valerius in der, im Büro rumhängt, wenn es doch eigentlich andere ja, Stellen das, hier geben sollte, die besser bewacht werden müssten. Aber er hat noch gesagt, wenn es dann jetzt zu irgendwelchen Scherereien kommen sollte, wird er diesen komischen Wasserstein bewachen, den Lady Valerius hier so toll findet und so unbedingt braucht. Ja, und damit hat er uns quasi bestätigt, dass wir hier diesen Wassertalisman finden und dass das genau der Schatz ist, den die gute Lady hier versteckt. Gut, eigentlich mega laut hier gerade. Oh je. Jetzt muss ich mal gucken. Autsch. Laufen die hier eigentlich patrouillieren? Nee, ne? Ich gehe jetzt erstmal hier längs. Oh. Wieder so eine hübsche Harfe, auf der ich nicht spielen kann. Den Vorhang. Und hier, meine Freunde, haben wir den Opernsaal. Da hinten seht ihr noch die Zuschauer, die hier noch gebannt darauf warten, dass hier irgendwas passiert. Im Moment passiert hier leider nicht sehr viel. Ich hoffe, sie haben nicht zu viel dafür bezahlt, dass sie hier nichts sehen. Theoretisch könnte ich jetzt hier, glaube ich, das Licht ausmachen. Ich will mal ganz kurz gucken, ob das irgendwas bewirkt. Ne, ich kann das Licht anmachen. Holy shit. Okay, das ist blöd. Ich dachte, ich könnte das Licht ausmachen. Das wäre lustig gewesen. Okay, da ist es noch nicht so schlau, jetzt dahin zu gehen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Einfach weil ich da noch nicht viel machen kann, wenn ich da jetzt einfach drauf zurenne. Mhm.
Wenn ich da jetzt einfach auf die Leute zurenne, sehen die mich natürlich und dann ist der Aufruhr, den wir hier nicht haben wollen, natürlich perfekt. Würdest du bitte? Danke sehr. So, hier haben wir noch was Hübsches zum Mitnehmen und hier auch. Wonderful. Und dann wollen wir doch mal gucken, was es hier zu sehen gibt. Aber erst, wenn wir das Licht ein bisschen gedämmt haben. Die Tür kriege ich natürlich so nicht auf, aber gucken wir mal, ob einer der Schlüssel passt. Der hier? Nicht. Der hier? Auch nicht. Der hier? Passt überall anscheinend. Höre da tatsächlich jemanden. Aha. Jetzt bin ich hier dem Opernsaal noch ein Schrittchen näher gekommen. Okay, nehmen wir nochmal den Schlüssel zur Hand. Scheiße. Okay, dann passt er hier offensichtlich doch nicht. Natürlich geht die Tür in meine Richtung auf. Sehr schön. Oh. Eine Abstellkammer. Super. Was ist das? Kann ich das mitnehmen? Türknauf. Okay. Nee, bringt mir überhaupt nichts. Hier scheint keiner zu sein. Oder? Doch, da rennt einer lang. Okay. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was hier passiert, wenn ich hier einfach so in den Opernsaal reinstürme. Wobei, wenn ich da unten entlang laufen würde, dürfte mich eigentlich keiner sehen. Kommt der Wachmann hier lang? Hört sich so an, als kommt er tatsächlich hier lang, ja. Okay. Jupp. Bringt mir aber nichts, weil ich den sowieso nicht erwischen kann. Hey! Verzeihung. Hey! Hat die Nase gejuckt. Okay. Obwohl, die da hinten könnte mich sehen. Oder? Ich guck mal. Na, anscheinend sieht sie mich nicht. Sehr gut. Okay, wo bin ich jetzt? What the devil is going on? What? Guards! Thief! Don't let him escape justice! What? Haben die mich jetzt doch gesehen? Wow, wo bin ich denn jetzt gelandet? Holy shit. Come out here, I dare you. Wow. Okay. Okay, offensichtlich hat die Tunte mich doch gesehen. Oh Gott. Oh Gott. When I find you, you'll regret it. Move, and you're dead. Don't try my identity armor. Ouch, das war nicht so schlau. Okay, die kann ich wohl nicht so leicht ausschalten. Okay, okay, ich hab's ja schon verstanden. Also wenn ich die Tür aufmache, sehen sie das offensichtlich doch. Warum auch immer. Ist ein bisschen blöd. Ich versuch's mal anders. Okay. Ich versuch das Ganze mal anders. Und zwar...
Indem ich einfach auf der anderen Seite des Vorhangs dann rausgehe. Ich gucke jetzt aber erstmal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob die Wachen da unten immer noch stehen. Aber anscheinend tun sie das. Was haben wir hier noch? Carmella, stellar performance as usual. I write in hopes that you will consent to a stroll this evening on the second floor promenade. I promise I will not arrive empty-handed. Oh je, oh je. Oh, most urgent. Lord B? Lord Befford? Findet man hier Parallelen zu Charakteren, die man schon kennt? Okay. So, did you read Crib's latest? That gibberish is a waste of my art. Ironic, since I always... I thought I spied an overzealous fan. Oops, or worse. Thief! Don't let him escape justice! Nein. Ganz ruhig, ganz ruhig. Stirb. Hey, nicht abhauen, nicht abhauen. Hey! Wo willst du hin? Was? Wow! Body. Wie der mir auf die Nerven geht. Jetzt renn doch hier nicht rum wie so ein... Don't let him get away. Hallo, würdest du bitte... Oh nein, der geht rennt zu den Wachen. Scheiße. Ich versteck mich. Und ich nehme mich mit. Komm. Yay. Huch, ouch. Ach, das ist der... Kamin, glaube ich. Es wäre natürlich blöd, wenn... Ach, das wird dann schon... Mann, oh. Naja. Schön blöd. Aber was soll man machen? Oh. Hi. Ich dachte schon, offensichtlich interessiert die das ein Scheiß, dass hier ein Dieb rumrennt. I know you're around here somewhere. I hope you like tragic endings. Whoop. Warte, warte, warte. Ich versuch's, ich versuch's. Ich kann's zwar nicht, aber ich versuch's. Was du kannst, kann ich auch. Autsch. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir halten die aus! This way! Hey. Boah, jetzt rennt er auch hier rum wie so ein aufgescheuchtes Reh, Mann. Ihr geht mir auf den Piss. Hallo? Genau das ist das Problem mit diesen verkackten Wachen. Na, zumindest sehe ich jetzt mal hier die Räumlichkeiten. Nein, das kann ich so nicht lassen. Sorry, dass ich jetzt nochmal lade, aber ich kann das so nicht lassen. Ich habe am Ende wahnsinnig viele Probleme, wenn ich das jetzt so bleiben lasse. Einfach nur, weil da noch zwei Wachen mehr rumstehen. Ich habe mit zwei Wachen schon Probleme. Und wenn da noch zwei mehr rumhängen, dann komme ich an den Talisman gar nicht mehr ran. Dann kann ich das direkt vergessen. Ich muss einfach zusehen, dass ich hier möglichst mich mal so ein bisschen ruhiger verhalte. Oder versuche, hier den ganzen so ein bisschen mehr aus dem Weg zu gehen. Ich wollte eigentlich auch gar nicht hier längs, sondern ich wollte ja bei dem Vorhang auf der anderen Seite, ne? Und da dann gucken. Jetzt muss ich nur gucken. Ja, toll, da auf der Seite ist aber auch jemand. Wenn ich jetzt hier rausgehe, dann entdecken die mich doch tausendprozentig. Ich versuch's einfach mal. Vielleicht habe ich ja Glück. Ich kenne ja diese KI. Ups. Die Show geht los. Haha. Okay.
Boah, dass hier überall diese Wachen rumrennen müssen und ich habe keine Moospfeile mehr. Mann, hätte ich das gewusst, hätte ich noch mehr mitgenommen. We'll find you soon enough. Ach, da rennt schon wieder. Oh nein. Ach, das war's schon wieder. Es ist fast unmöglich, hier nicht entdeckt zu werden. Ich weiß nicht, das ist so mega schwierig. Warum? Ich verstehe das gar nicht, Mann. Jetzt ist die scheiß Tür natürlich wieder zu. Natürlich geht sie auch wieder in meine Richtung auf. Ich muss zugeben, dieses Opernhaus finde ich mit das schlimmste Level überhaupt. Aber das ist wieder eine dieser Goldmissionen. Ist das? Ist so. Is someone there? Was? Nein? The rats around here perform more than we do. Ach so, scheiße. Und schon wieder habe ich das Problem, dass ich theoretisch entdeckt worden bin. Oh. Mariten, hä? Ich habe ja die Hoffnung, wenn sie zwar aufgescheucht wurden, aber niemanden gesehen haben. Na, ich habe immer noch die Hoffnung, dass sie dann doch keine Wachen dahinstellen. Okay, es ist jetzt theoretisch ein schöner Platz, um mich hier zu verstecken. Aber, oh. Aha. Bingo. Okay, soll ich besser nicht runterfallen? So, did you read Crib's latest? That gibberish is a waste of my art. Ironic, since I always considered your art to be a waste. And, to add injury to insult, I'm forced to wear costumes from years past. I can't believe the Opera House is still losing money. It's all these lower-class people working in the ticket office and such. They steal whatever they can get their hands on. Valerius should fire all of them. For once, I agree with you, Christine. Scrapping the lower class would certainly clean things up around here. But what will you do for food and shelter when they kick you out? Taffer. Sehr gut. Ja, ja. Diese bösen, bösen Menschen, die immer an der Ticket Office arbeiten. Oh. Ich glaube, das könnte wehtun. Ah, Schenke fest. Okay. War ich hier nicht schon? Ach ja, das ist die Küche mit dem Zettel wegen der jungen Christine. Glaube ich. War das Christine? Offensichtlich heißen die alle Christine. Okay, also irgendwie würde ich ganz gerne in dieses, in diesen Opernsaal kommen. Aber möglichst auch ohne zu viel Aufsehen zu erregen. Was durchaus auch etwas schwierig werden könnte. Ich müsste in die oberen Tribünen, weil ich würde die Leute gerne ausrauben. Ups. Nein. Ach, ich dachte, ich hätte ihn ausgeschaltet. Scheiße. Ist das ein Buch? Nee, das ist ein Schneidebrett, ne? Hallo, hier ist doch dunkel. Ah nein, die Lampe. Sorry, da war auf einmal das Spiel weg. Also bei mir zumindest.
Ich muss jetzt aber sowieso meinen Part beenden, weil ich gleich ja noch arbeiten gehen muss. Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Ich weiß, ich bin im Moment hier so ein bisschen am Rumirren. Aber ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Ja, ich versuche das Ganze demnächst ein bisschen spannender zu halten hier. Okay, ich würde sagen, dann beende ich hier mal den Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao!